Warum nicht? Du schaust mir zu und bist belustigt. Naja, mal hin. So, Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Und Nummer 4. Wupp, wupp. Das war eine gute Runde. Glaube ich. Ja. Auch schon gut gelevelt hier. Außer mit Barrett. Barrett müsste eigentlich noch mal ein bisschen leveln. So, klettern wir wieder mal nach oben. Ja, puh. Meine Güte. Ich komme schon nach oben an. Hallo? Hoch. Ach, da darf ich jetzt alleine klettern, oder was? Nach unten ist er voll automatisch geklettert. Okay. Ja. Oh, Katze, schreck mich doch nicht so. Ich wurde gerade buschig am Bein. Und ich wusste nicht, warum. Oh, die mich jetzt erschrocken. Oh, eine Kiste. Knarrt. Kraftkapsel. Eine Kraftkapsel ist doch wieder was für Frau Tiefer. Tiefer. Lach nicht. So, wo ist sie denn jetzt? Kosmoglut. Trank, Turboäther. Megalixier, Kraftkapsel, da ist sie. Zack. Damit Tiefer ein bisschen mehr Schaden macht und die Gegner tiefer in den Boden reinrammt. Oh, ich bin draußen. Dann kann ich ja mal speichern. Boop, boop. So. Ja, nice. Okay. Sabber nicht so viel. Lass mich doch sabbern, ey. Sowas. Sabber so viel ich will. Aber interessanterweise, ist das jetzt nicht der... Ne, es ist nicht der letzte Ort, ne, auf der Karte, wo wir noch nicht waren. Oder? Müsste doch der letzte Ort sein. Ich bin ja mal gespannt, wie die Story dann noch weitergeht. Wolfies! Was seid denn ihr für Kollegens? Aua. Bandersnatch. Bandersnatch. Kapau. Sag mal, gehst du mal tot? Pam. Sehr schön. Das hat gesessen. So, nehmen wir mit. Okay. Warte mal. Geht's hier hoch? Nee. Hä? Ach, ich muss da außen drum rum. Was ist das denn? Ein Hase! Ein Hase! Hechtkick. Springhase. Ist das ein Easter Egg oder was? Ist das ein Easter Egg? Die Hase? Hä? Na gut. Boah, wie viele Random Encounters sind denn hier? Junge, Junge, 2 Meter laufen, 3 Meter kämpfen. Junge, Junge, Junge. So, hier, mach platt das Vieh. Ne? Also. Hey, lassen Sie das. Pam, pam. Pam. Und pam. So, der ist weg. Wupp, wupp. Und wieder ein bisschen Geld. Da lang. Und Random Encounter in 3, 2... Eins. Ein Hase! Wieder ein Hase! Hase ist weg! Nun, da kennt Cloud nix. Da macht er schon zum zweiten Mal. Macht er zum zweiten Mal einfach ein Critical gegen den armen Hase. So. Gucken. Vielleicht kommt ein Chocobo. Ich glaube zwar noch nicht dran, aber
Probieren kann man es ja mal. Komm, Schokobon. Zwei Hasen. Knüppelschwert. Oh, verfehlt. Die armen Hasen. So, Hase Nummer 1 ist weg. Der wimmst da immer so rein in die Biester. Wenn er den mal trifft. So, okay, Hase weg. Level up bei Cloud. Sehr schön. Ja. Hoffentlich kommt ihr mal ein Schokobon. Wäre schön. Ich weiß zwar noch nicht, für was ich es mitnehme, aber ich kann ja mal eins mitnehmen. Komm schon. Ist wieder keins. Ah, ich habe ja das Ding gar nicht ausgerüstet, die Materia, ne? Da musste man doch irgendwie diese Materia ausrüsten. Um sie anzulocken. Irgendwie war das das noch. Das mache ich gleich mal noch. Vorausgesetzt, ich habe die noch. Ich weiß es gar nicht mehr, ob ich die noch habe. Kann auch sein, dass ich es verkauft habe. Das wäre schlecht, glaube ich. No, Tifa kriegt auch bald ein Level up. So, mal gucken. Materia, wer kriegt denn das mal? Kriegt sie mal. Schokoboköder. Sehr gut. Kinder Schokobo. Der Witz wird nie alt. So. Los. Ich hätte gern ein Schokobongo. There it is. So, wie war das? Man musste sie beködern. Muss ich den Köder vorher hinwerfen? Warte. Wo sind die denn? Ja, bin schon dabei. So. Mach dir den Hasen mal weg. So. Ich habe einen Schokobo gefangen. Beim ersten Mal. Wupp, wupp. Nice. Funktioniert der 1A hier. So. Genesung bei Tifa ein Level up. So, ich kann jetzt niemanden heilen. Really, ich kann nicht aufs Menü zugreifen. So. Ich komme ja auch nicht ins Dorf. Ja, super. Jetzt kann ich hier mit rumlaufen. Und Dinge tun, die ich vorher nicht tun konnte. Ja, wow. Aber was bringt mir das denn jetzt, das Schokobo? Außer, dass ich jetzt hier über die Karte laufen kann, ohne dass ich angegriffen werde. Gar nichts, oder? Seichtes Gewässer, aber hier ist ja kein seichtes Gewässer. Hier ist ja nur tiefes Gewässer. Aber ich werde halt nicht angegriffen. Na gut. Dann hatte ich vor kurzer Zeit mal einen Schokobon. Wupp, wupp, ciao. Warte mal. Der bringt mir gerade nichts, das habe ich auch gemerkt. Aber ich hatte einen. Fürs gute Gefühl. Ich hatte einen. Das kann man mir jetzt nicht mehr nehmen. Beim ersten Mal gleich gefangen. Boah. So. Okay, wir sind in STX. Heißt das STX? Wahrscheinlich. Hallo, Hundi. Oh, sollte ich nicht machen. Lock ich die Katze wieder an. Wenn du später züchten willst, brauchst du welche, aber dafür brauchst du erstmal einen Stall. Okay. Ich brauche einen Stall. Hallo. Hey, Papa. Opa, wach auf, wir haben einen Kunden. Ja, willkommen. Schön, dass du gekommen bist. Kaufen.
Organix. Organix klingt wie so ein Typ aus hier Asterix. Organix. Nice. Ja, geil. Da mach ich ja noch mehr Damage. Cool. Muss ich gleich mal ausrüsten hier. Ausrüstung. Bastardschwert. Und focht damit. Ja. Nagelkeule macht zwar mehr Angriff, aber hier ist wenigstens ein Sockel drin. Geile Scheiße, ey. Hab ich noch irgendwas? Nein, ich habe nichts Brauchbares mehr. Man könnte ja diese Materie hier unten auch mal vernünftig sortieren. Naja. Genesung. Fehlsmaterie, Verwandlung. Ich habe halt leider nichts, was auf alle geht irgendwie. Zaubermaterie, Zeit. So. Ausrüstung. Barrett, mein Lieber. 63. Und noch zwei Sockel mehr. Da können wir nochmal irgendwie hier Kujata reinmachen und Ramu. Oder Bahama. Bla. Wie auch immer. Ausrüstung. So, hier nochmal. Was? Ich habe zig gute Beschwörungen, die ich nicht level? Was? Bin doch schon dabei. So, Drachenkralle. Ramu. Und Ifrit. Mach doch jetzt alles. Mach doch gerade. Oder was meint ihr? Werte? Ich sehe zum ersten Mal diesen Bogen. Warum habe ich den denn vorher noch nicht angeguckt? Oh. Limit? Stufe 3. Das haben wir ja schon. Was denn? Oh. Der hier hat eine neue Stufe, der Barrett. Halt. Na, die sind sechs nah. Ja, Entschuldigung, ich hab den... Ich hab den ja zum ersten Mal. Mann, da. Zauerei. So, und Limit bei Cloud. Der hat schon Stufe 3, ne? Ja. Was meint ihr denn sonst, was ich mit, Zaubern? Beschwören? Der hat hier keine Beschwörung. War er hier? Kann hier nichts ändern. Ihr meint das doch, oder? Dass ich die, beschwören soll. Mitnehmen soll. Oder? So, ich würde mal gerne einen Äther verschwenden. Vielleicht auch mehrere. Die roten Materie sind deine stärksten Zauber und du lässt sie fast immer so rumliegen. Ja, weil ich keinen Platz dafür habe. Du weißt doch, dass ich die habe. Aber manchmal habe ich halt keinen Platz dafür und kann ja nicht alles mitnehmen. Guten Tag. Oh, mein Junge verletzte sich gleich, als wir hierher zogen. Ich hätte ihm kein Snowboard kaufen sollen. Ach ne, es war eine Frau. Naja gut, dann hat sie halt eine männliche Stimme. Ist egal. Vielleicht war es eine sehr männliche Frau. Miau. Ist ja gut. Kriegst du gleich ein Leckerli? Der hat da oben so einen Kaktus-Typen sitzen? Nee, Kaktus. Oh, hier ist ein riesen Teddybär, sehe ich gerade. Eine Miets. Ist das noch eine Miets? Nee. Hier in dem Haus gibt's nichts, oder? Kann das sein? Offensichtlich gar nichts. Hier sind Kinder, die spielen und einen Schneemann bauen. Jetzt ist was fertig. Wo bin ich? Ach, da oben. Hallo? Ah, da. Ich hab mich gerade nicht gesehen. Das ist eine Karte, oder? Schau die Karte an.
Ja, kann ich? Gletscherkarte gefunden. Ja, gut. Dann, ja, super. Ich habe eine Gletscherkarte. Und einen Heldentrank. Impfstoff. Kann ich einfach so mitnehmen, oder wie? Das juckt euch gar nicht, oder wie? Hä? Hier liegt eine Katze. Ich dachte schon, was liegt denn hier? Hallo? Mein Mann zog vor 20 Jahren los und ist noch nicht zurück. Er müsste jetzt am Fuße der Geas-Klippen sein. Was? Die sind auf der Karte der Karte markiert. Sie sind auf der Karte der Karte markiert, aber nicht auf der Karte der Karte, sondern auf der Karte der Karte. Und sie sind an den Klippen der Klippen. Merkt euch das. Guten Tag. Ich habe gehört, der Alte ist ein erfahrener Bergsteiger. Man sagt, er kennt jede Ecke des großen Gletschers. Okay. Aber nur auf der Kartenkarte. Ganz wichtig. Hallo, werter Herr. Es ist fast unmöglich, die Nordgrenze ohne Karte zu erreichen. Falls du dahin willst, nimmst du besser die Karte an der Wand damit. Eine Frechheit, du hast sie ja schon abgerissen. Kann ich die Karte der Karten mitnehmen oder soll ich lieber die Karten der Karten mitnehmen? Ich frag für einen Freund. Mann, ey. Leute, diese Übersetzung ist teilweise echt schlimm. So ein geiles Spiel, weißt du? Und dann verhageln die so dermaßen die Übersetzung. Das macht's mir schon so ein bisschen madig, ne? Hallo? Was ist das? Geh nicht so nah ran, sonst verbrennst du dich. Ist ein Ofen, oder? Verstehe, was du meinst, ja. Mit. Jung Level die Beschwiff schnell. Was? Beschwiff schnell? Was ist denn eine Beschwiff schnell? Wir müssen bekannt geben, dass er jetzt den Impfstoff gefunden hat. Oh ja, ich habe den Impfstoff gefunden. Also. Ja, guten Tag. Hallo, könnte ich mal bitte mit Ihnen reden? Was hast du vor? Hast du von dem buckligen Hügel in der Stadt gehört? Aber man sagt mir, der Aufstieg ist verboten. Boah. Na toll, so eine weite Reise und dann das. Hi. Wir sind von der Costa del Sol, extra hier zum Snowboarden. Jetzt reisen wir wieder ab. Ich würde gerne. So. Heute ist es kälter als sonst. 200 Chill bitte. Möchten Sie übernachten? Ja. Gute Nacht. Ich dachte es mir schon. Da habe ich den Äther für sonst rausgeballert. Ja, heute ist es kälter als draußen. Das dachte ich mir auch gerade. So dieser unlustige Witz so, ne? Obi, kannst du mit dir reden? Hallo, Obi. Hallo, Obi. Nee, kann ich hier hoch? Wo kann ich? Hier ist aber hübsch. Das ist aber ein hübsches Häuschen. Sieht voll toll aus. Hier liegt eine Materia. X-Trank. Haha, hab ich gesehen. Sonst sehe ich immer keine Sachen, wird mir gesagt. Aber das habe ich gesehen. Hier ist eine Kirche oder was ist das? Was ist das denn? Video abspielen, ja. Der Beginn. Eine Kirsche, ne? Eine Kirsche. Ich habe ein Video gefunden. Ja. Kamera ist bereit. Ja, ja, ja. Nun, Ifalna, erzähl uns von etc. Ja, mach mal. Vor 2000 Jahren vernahmen unsere Vorfahren die Zetra die Schreie des Planeten. Die Zetra am Knowles Pole fanden die Planetenwunde als erste. Ja, sag die Fallner, wo liegt denn dieser Knowles Pole? Die Gegend hier nannte man Knowles Pole. Die Zetra lassen dann den Planeten. Was? Ach, lasen dann den Planeten. Sie haben ihn gelesen. Die Fallner, was ist überhaupt Planetenlesen? Ach. Das ist schwer zu erklären. So eine Art Konversation mit dem Planeten. Er sagt, es sei was vom Himmel gefallen, das eine enorme Einschlagstelle verursacht habe. Ja. Tausende Setra wollten gemeinsam den Planeten heilen. Aber die Wunde war so tief, dass er sich über die Jahre nur selbst heilen konnte. Ja, ja. Hat das alte Volk, ich meine die Setra, spezielle Kräfte, mit denen sie den Planeten heilen?
Nein, es ist keine spezielle Kraft. Die Lebenskraft aller Lebewesen auf diesem Planeten wird zu dieser Energie. Die Setra bauten das Land an, um die lebenswichtige Energie zu erhalten. Ja, sogar hier, so nah bei der Nordhöhle, schmilzt der Schnee nie. Liegt das daran, dass die Energie des Planeten für seine Heilung konzentriert wurde? Ja, die Energie zur Heilung des Planeten verdorrte erst das Land und dann den ganzen Planeten. Der Planet wollte, dass die Setra Noel's Pol verlässt, aber... Ja, Fallner, lass uns eine Pause machen. Nee, es geht schon. Gerade als die Setra das geliebte Land verlassen wollten. Dann erschien etwas. Es sah aus wie unsere toten Mütter und unsere toten Brüder. Sie zeigten unsere Geister aus ihrer Vergangenheit. Ja. Wer ist die Person, die bei der Nordhöhle auftauchte? Kam er, der den Planeten verletzt hatte, auch eine Krise des Himmels genannt? Da fehlt doch schon wieder irgendein Wort. Erst war er freundlich, dann täuschte er sie und verinfizierte sie. Die Setra wurden vom Virus befallen, wurden verrückt und wurden zu Monstern. Danach tat er dasselbe mit den anderen Setra-Clans. Er infizierte diese auch mit dem Virus. Ja, du siehst müde aus. Schluss für heute. Ja. Fertig. Okay. Video abspielen, ja. Die Weapon. Hätte man auch übersetzen können mit die Waffe. So, okay. Eva Alna, weißt du was über die sogenannte Weapon? Ja, Professor. Jene, die du anfangs für eine Setra hielst, hieß Genova. Sie ist die Krise des Himmels. Der Planet wusste, dass er die Krise des Himmels zerstören musste. Denn solange sie lebt, kann der Planet nicht komplett heilen. Weapon war eine Waffe, die der Planet selbst schuf? Ja, aber es gibt keine Indizien, dass Weapon eingesetzt wurden. Ein paar überlebende Setra schlugen Genova und sperrten sie ein. Der Planet schuf Weapons, doch sie wurden nicht eingesetzt. Okay. Das bedeutet, Weapons gibt's auf dem Planeten nicht mehr? Die Weapons sind nicht zu deaktivieren, sie ruhen irgendwo. Obwohl Genova gefangen ist, kann sie wieder erwachen irgendwann. Der Planet ist noch nicht völlig geheilt. Er behält sie im Auge. Wo ist denn Weapon? Ich weiß nicht. Ich kann die Stimme des Planeten nicht gut verstehen. Die Zeiten haben sich geändert. Der Planet beobachtet diese Lage sicher genau. Ja. Danke, Yfalna. Das genügt für heute. Ja. So. Ja, wir haben noch ein Video. Vertraulich. Tochter, 10 Tage alt. Professor. Schatz? Ich will es aufzeichnen, aber der Reaktor. Was Quatsch. Ich will es aufzeichnen, aber der Rekorder funktioniert nicht richtig. Was nimmst du denn auf? Habe ich irgendwas noch nicht erzählt? Nein, nicht das. Ich möchte meine Tochter aufnehmen. Wenn sie schläft, sieht sie wie ein Engel aus. Erst denken wir uns einen Namen aus. Das Video kommt dann später. Ich habe schon entschieden. Ist ein Mädchen, heißt sie... Was? Ist es ein Mädchen, heißt sie Eris. 100 Pro. Du bist so ein Ego. Aber Eris ist doch ein schöner Name. Hey, ein schöner Name. Nicht schlecht für einen Schusselkopf. Okay. Oh, der Videofilm. Was? So, Tochter, 20 Tage alt. Blip, 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 blip. Ja. Schon wieder Video? Hast du doch schon. Ja, bitte sag das nicht so. Es ist unsere liebe Tochter, deine und meine. Deine und meine. Willst du ihre Kindheit nicht auf Video festhalten? Wenn du sie weiter verwöhnst, wird sie nicht stark. Eris ist anders als die anderen Kinder. Welche Gefahren wohl auf sie warten? Ja, sag das nie wieder. Ich werde dich und Eris beschützen. Komme, was wolle. Eris und du seid das Wichtigste für mich. Ich werde euch nie verlassen.
Liebling, jetzt geht's mir schon besser. Wenn ich dich nicht getroffen hätte, ja, dann hätte ich einen anderen. Ja. Wer könnte das schon? Ich war gerade dabei, ja. Ach, verflixt doch mal. Wer stört uns zu dieser Stunde? Ich schick sie weg. Ja, sofort. Seltsam. Ja. Hallo? Sie sind's! Oh nein! Ich hab dich gesucht, Ifalner. Oder sollte ich Cetra sagen? Lang nicht gesehen, Professor Gast. Achso, ist ein anderer. Das war Hojo. Hojo. Hojo, woher wusstest du? Es war schwer, sie zu finden. 2 Jahre habe ich auf das Versuchobjekt gewartet. Ein neues Versuchsobjekt? Meinst du Eris? Eris, ein hübscher Name. Das war's, ich trenne mich von Jinra. Hojo, bitte geh. Falner. Bitte, Eris hat nichts damit zu tun. Ihr wollt doch nur mich. Ich brauche euch alle für mein Experiment. Das kapieren Sie, Professor, oder? Wir können die Zukunft des Planeten ändern. Schon gut, Falner. Ich bereinige das. Immer ruhig. Dass bloß mein Versuchsobjekt nichts passiert. Was für eine komische Kamera. Wache, zerstört sie! Sei vorsichtig. Was tun Sie, Professor? Die Falner bringen Erbe schnell weg. Ja, vergesst das Kind nicht. Ein Video. Das alte Volk. Weapon. Eine Fundgrube. Danke, Professor. Wieder kein Speicherpunkt in der Nähe. Ja, doch. Brauchen wir nur mal kurz rausgehen. Okay, also wir haben jetzt offensichtlich die Eltern von Eris gerade gefunden. Beziehungsweise das Elternhaus von Eris, wenn man so will. Ja, was habe ich jetzt gerade gefunden? Dino-Ether? Ich muss so schon pinkeln. Die ganze Zeit. Ich trinke ja schon was. Ich bin ja schon dabei. Ich weiß, dass das wichtig ist. Dein Ernst? Seid voll gemein, ey. So, ist hier hinten noch irgendwas? So. Okay, dann wollen wir mal fix speichern gehen. Zieh. Ja, ich gehe fix speichern. Und dann kommen wir so langsam zum Ende.